Derzeit entwickeln wir am Deutschen Archäologischen Institut das Projekt Kulturgutretter. Zusammen mit unseren Partnern vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum, Leibniz Forschungsinstitut für Archäologie und dem Technischen Hilfswerk, unterstützt vom Archaeological Heritage Network. Die Kulturgutretter sollen weltweit zum Einsatz kommen, wenn Kulturgut in Krisensituationen gefährdet ist. Das betrifft gebautes Kulturerbe wie auch Sammlungen, Archive und Ähnliches. Wenn also beispielsweise ein Museum oder ein anderes Baudenkmal gefährdet ist, kämen wir möglicherweise zum Einsatz. Bevor die Kulturgutretter an den Einsatzort eintreffen, können wir bereits die Zeit nutzen, um einige Vorbereitungen zu treffen. Das heißt, wir sammeln alle verfügbaren Daten, beispielsweise Fotografien vom betroffenen Gebäude oder dem Ensemble oder der Sammlung. Wir versuchen über Fernerkundung entsprechende Daten über den Einsatzort zu erlangen. Wir sammeln alle Informationen über das Baudenkmal selbst, über seine Inhalte, seine mögliche Ausstattung, die ja geschädigt sein könnte. Und natürlich auch Planmaterial, das uns im Einsatz ganz wichtig sein wird, gerade wenn wir dann über die Verwendung von mobilen Anwendungen dafür sprechen. Wenn ein Baudenkmal gefährdet ist, dann heißt das in erster Linie mal, dass auch unsere Expertinnen und Experten potenziell gefährdet sind. Das heißt, zuallererst muss überprüft werden, ob das Gebäude überhaupt sicherheitstechnisch betretbar ist, also nicht im nächsten Moment einstürzt. Wenn das sichergestellt ist, dann kommt es sehr darauf an, was wir schon an Material zu dem Gebäude vorliegen haben. Wenn wir beispielsweise überhaupt keine Pläne haben, dann müssen wir Planmaterial des Gebäudes erstellen in dem Moment. Das kann von einer ganz einfachen Schrittskizze für einen ersten grob proportionalen Plan bis zu einer Vermessung mit Laserscannern oder Fotogrammetrie spannen, die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Für die Entwicklung des Rettungsmechanismus ist es auch sehr wichtig, digitale Anwendungen zu nutzen. Wir nutzen dafür hauptsächlich zwei Apps, einmal IDL Field und einmal Q-Field. Das sind beides Apps, mit denen man sehr schnell und sehr effizient Daten im Feld erfassen kann. Das zusätzliche Vorteil ist, dass man sehr strukturierte Daten bekommt, die dann auch sehr leicht zu synchronisieren sind, einmal untereinander und auch mit anderen Anwendungen, die man weiter für die Auswertung der Daten nutzen kann. Also sowohl für mobiles Kulturgut als auch für übriges Kulturgut können dieselben mobilen Anwendungen genutzt werden, da bei allen Anwendungen mit entsprechenden Datenmodellen hinterlegt sind, die von den Kulturgutrettern entwickelt worden sind und die Daten dann eben mit den Informationen, die wir brauchen, verknüpft werden. Beide Anwendungen sind Open Source und das ermöglicht dann auch, dass die Daten mit anderen Anwendungen hinterher weiterverarbeitet werden können und auch weiterverwendet werden können. Mit Q-Field ist es möglich, besonders räumliche Daten sehr exakt aufzunehmen. Das heißt, wir können sowohl mobile Daten, mobile Objekte als auch immobile Strukturen wie Mauern und Gebäude genau verorten und mit Karten hinterlegen. Und man kann diese Objekte eben annotieren, also mit sehr vielen Informationen anreichern, die zum jeweiligen Objekt gehören. Auf dieser Basis ist ganz wichtig, dass wir eben den Zustand dokumentieren, auch mit Fotografien, auch beschreibend, aber eben auf das Minimum reduziert und dann die Schäden vor allem dort kartieren und bewerten, um dann die nächsten Schritte einleiten zu können. Das Programm IDL Field ist eine DAI-eigene Entwicklung, die eigentlich für die archäologische Feldarbeit entwickelt wurde und jetzt durch die Kollegen von der IT flexibel angepasst wird auf unsere Bedarfe für die Kulturgutretter, die dann doch nochmal etwas anders gelagert sind. Was das immobile Kulturgut betrifft, haben wir zwei Anliegen damit. Einerseits haben wir den Anspruch, das geschädigte Kulturgut im Moment, in dem wir an einem Einsatzort sind, in seinem Zustand wirklich zu dokumentieren. Es können Gebäude sein, die vielleicht vorher noch nie in dieser Detailtiefe dokumentiert wurden. Man hält also den Status quo in dem Moment auch fest. Das andere ist, in dem Moment natürlich Schäden zu erkennen, festzuhalten, zu dokumentieren, zu bewerten und dann möglicherweise auch schon Sofortmaßnahmen für die Rettung dieser beschädigten Teile einzuleiten. Mit Hilfe der digitalen Anwendung ist es außerdem möglich, dass die Objekte in ihrem Standort immer verfolgt werden können. Das heißt, wir können immer genau wissen, wenn Objekte von einem Ort zum anderen Ort gebracht werden, wo sie sich befinden und wo sie genau herkamen. Wer benutzt die Software? Zum einen ist es so, dass die Expertinnen und Experten der Kulturgutretter die Software natürlich benutzen sollen.
man sich auch gut damit auskennen soll. Zum anderen ist die Software auch so angelegt, dass lokale Ortskräfte und Helfer im Falle eines Einsatzes nach einer kurzen Schulung fähig sein sollten, Daten effizient aufzunehmen. Wenn wir fertig sind mit dem Notfall- und Rettungseinsatz, dann haben wir eine ganze Menge strukturierter Daten, ein ganzes Paket produziert, das komplett dieses Kulturgut betrifft. Also ob Sammlung oder Gebäude oder eben beides zusammen. Genau wie das Kulturgut gehören diese Daten dem betroffenen Land, der betroffenen Institution. Und wir hoffen natürlich, wenn wir diese Daten am Einsatzende übergeben, dass sie entweder in bestehende Datenstrukturen eingebunden werden können und damit also auch zur nachhaltigen Pflege und Nachsorge des beschädigten Kulturguts beitragen können oder eben als Grundlage dienen für den Aufbau einer neuen digitalen Inventare oder Archive dieses Museums beispielsweise, wenn es eine Sammlung betrifft oder eben des gesamten Gebäudebestandes. Ja, und wir hoffen natürlich, dass wir damit zum Schutz und zum Erhalt von Kulturerbe weltweit in Krisensituationen unseren Beitrag leisten können.